Wir starten auch dieses Mal wieder mit einer kleinen Eilmeldung mit am Start. Die gesamte Redaktion, bestehend aus dem Fladikanten und da hinten kommt Jirjutska ja in den Raum geschlichen. Also alles sind sie da, denn wir müssen mal in den Lügel schauen. Ja, in den Spiegel, es tut mir leid. Aus der Rubrik, oh wie schön sie lügen. Denn klar, mittlerweile ist bei allen angekommen, im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, da gibt es generell so einen gewissen Personalmangel. Das nicht erst seit vorgestern, muss man dazu sagen, das ist seit Jahrzehnten ein Problem, seit mindestens 20 Jahren. Hat die Politik bisher noch nicht allzu viel gemacht, um das zu lösen, ist anscheinend auch nicht wirklich auch prioritär gelistet, scheint auf Deutsch gesagt keine Sau zu interessieren. So, nun sieht es ja folgendermaßen aus, dass ab dem 16. März oder ab dem 15. 16. März rum, ich glaube der 16. ist es, ein Zwang, einen rosaroten Elefanten zu adoptieren in eben jener Branche vorhanden ist. Wer ab Mitte März noch arbeiten möchte in seinem Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, der muss sich ein Pharmaprodukt reindrücken lassen. Eins, das gelinde gesagt nicht unumstritten ist. So, und das führt nun dazu, oder es kommt, wie es kommen musste. Nun droht sich der Personalmangel noch deutlich stärker zu verschärfen. Großbritannien hatte wegen eben jenem drohenden Mangel bereits angekündigt, den Irrsinn aufzuheben. In den Großbritannien standen knapp 70.000 Jobs auf der Kippe. Wenn eben jener Zwang gekommen wäre, ist die britische Regierung sehr schnell zurückgerudert, denn die haben ein bisschen nachgedacht, haben mitbekommen, jetzt laufen uns 70.000 Leute weg. Sollen wir dann als Abgeordnete die Ärsche am Altersheim abwischen oder wie soll das ausschauen? Also in Großbritannien gekippt. In den USA sieht es ganz ähnlich aus. So ziemlich in fast jedem Land weicht man sehr, sehr schnell wieder von dem Wahn ab. Außer in Absurdistan und in Abkurdistan. In Absurdistan ist es eher so, dass man sich permanent selber widerspricht. Und jetzt, lieber Lügel, verständigt euch doch mal, einigt euch doch mal auf eine Geschichte. Ist es nun eine rechtsextreme Verschwörungstheorie? Sind das die bösen Zombie-Leugner, die orchestriert Zeitungsannoncen schalten, um zu suggerieren, dass zehntausende Leute ihre Jobs kündigen? Oder ist da vielleicht doch was dran? Denn in den letzten Wochen sollte uns noch verkauft werden, oh, alles halb so wild, keine Sorge, das wären ja die bösen Zombie-Leugner, die hier Fake-Zeitungsannoncen aufgeben. Das stimmt ja gar nicht, das sind ja keine Arbeitssuchenden. Das sind ja alles Fake News. Die wollen ja die Leute nur in Angst versetzen, indem sie so tun, als gäbe es so viele Leute, die aus der Pflege gehen. So, wenn das doch angeblich nur eine orchestrierte Fake-Aktion ist, wie kann es denn dann sein, dass nun selbst die Bundesagentur für Arbeit mitteilt, dass im Januar und Februar etwa 25.000 mehr Pflegekräfte als üblich ihren Status auf arbeitssuchend haben ändern lassen? Heißt, die arbeiten zwar aktuell noch, sind noch nicht raus aus dem Job, aber sind arbeitssuchend ab Mitte März. 25.000 mehr als üblich. Im Januar 12.000 mehr als üblich im Vergleich zu den Vorjahren. So, würde ich schon sagen, das ist eine gewisse Hausnummer. Wenn ab Mitte März, Pi mal Daumen, 25.000 Arbeitnehmer fehlen, das sind nur die sich haben arbeitssuchend gemeldet. Da gibt es auch noch eine Dunkelziffer, die überhaupt kein Interesse an einem Gang zu dieser Behörde haben, die sich auf eigene Faust was suchen, denen also dieses Arbeitsamt scheißegal ist, die also längst vielleicht woanders in Lohn und Brot stehen, die vielleicht dann selbstständig starten oder was auch immer, die nicht in die Statistik eingehen. Das sind nur die, die gesagt haben, so, wir gehen jetzt zum Amt und melden uns ab Mitte März arbeitssuchend. 25.000 mehr als normalerweise. Ja, das Arbeitsamt teilt mit, das wäre ja alles halb so wild, überhaupt kein Problem. Das ist ja gerade mal 1% der Beschäftigten und das muss uns ja gar keine Sorge machen. Ja, wie kommt es dann, dass die Dame der Caritas Berlin gestern im RBB-Inforadio angekündigt hat, dass sie die mobile Pflege runterfahren müssen, wenn das so weitergeht? Denn an der stationären Pflege können sie nicht viel machen. Die haben nun mal eine gewisse Anzahl an alten Leuten, die betreut werden müssen im Pflegeheim. Die können sie nicht auslagern, ist ja klar. So, deswegen wurde angekündigt, wenn das mit dem Personalverlust so kommt, wie es aktuell absehbar ist, die haben ja jetzt schon Probleme, die Dienstpläne zu besetzen, dann müssen sie in der entsprechenden mobilen Pflege Abstriche machen, weil sie dann Personal aus der mobilen Pflege in die stationäre abziehen müssen. In der mobilen Pflege ist es ja so, da werden die Leute zu Hause noch betreut. Nicht, weil die alten Leute irgendwie keinen Bock haben, sich selber dahin zu duschen und sich Essen zu machen. Nee, weil sie es oft wirklich nicht mehr können. Weil sie aber noch so weit eigenständig, so weit selbstständig sind, dass sie noch nicht in so einer Altersheimlegebatterie eingepfercht werden müssen. Die also noch selbstbestimmt leben können mit entsprechender Unterstützung. So, das alles widerspricht jetzt schon irgendwie ein bisschen dem, was uns die Medien verkaufen wollten, von wegen alles nur orchestrierte Verschwörungstheorie. Und weiter, nein, 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 das wäre ja alles kein Problem, was das Arbeitsamt sagt. Also jetzt bitte, liebe Leute, legt euch auf eine Geschichte fest.
ist es jetzt eine böse Leugner, böse Leugneraktion, weil es stimmt ja gar nicht und alle in der Pflege, die haben doch schon lange das Produkt konsumiert, wurde uns ja auch erzählt, über 90% haben den rosa Elefanten in der Garage. Ja, wenn es denn so ist, wie kann es denn sein, dass da jetzt offensichtlich Personalexodus droht? Es passt doch nicht. Wurde uns ja auch erzählt, ja, es wäre ein ganz geringer Anteil an Beschäftigten, die ja das Produkt ablehnen. Und auf die paar kommt es ja nicht an. Das war das, was uns die Politik weismachen wollte. Jetzt wird aber geheult. Wir wissen nicht mehr, wie wir die Dienstpläne besetzen sollen. Nicht nur bei der Caritas heulen sie ja gerade alle rum. Die Pflegeverbände gehen auf die Barrikaden. Oh Mist, was machen wir denn jetzt? Interessanterweise ist es ja auch bereits so geregelt worden, dass Pflegekräfte, die einen privaten Vertrag haben, die beispielsweise aus Osteuropa angeworben werden, meistens unter noch widrigeren Bedingungen arbeiten müssen, dass die keinen rosa Elefanten adoptieren müssen. Naja, da stellt sich schon die Frage, wie kommt denn das zusammen? Hatten wir vor 2 Wochen drüber geredet, oder nee, letzte Woche war das. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Pflegekräfte auf privater Vertragsbasis, die brauchen keinen rosa Elefanten, die dürfen. Ah, sollen jetzt die bösen, knapp, also 25.000 offiziell, wahrscheinlich deutlich mehr, weil Dunkelziffer, sollen die Zehntausenden ab März ausfallen, jetzt kompensiert werden durch osteuropäische Pflegekräfte, die man rankarrt. Ja, nur doof, dass sich die Osteuropäer das auch nicht endlos lange gefallen lassen, denn auch in den osteuropäischen Ländern tut sich mittlerweile sehr viel. Und für viele osteuropäische Pflegekräfte ist es nicht mehr unbedingt lukrativer, nach Absurdistan zu kommen. Besonders, wenn man sich hier die Lebenserhaltungskosten anschaut. Wer pendeln kann über die Grenze? Ja, da lohnt sich das vielleicht. Irgendwo in Ostbrandenburg oder in Ostsachsen, wo die Polen jeden Tag rüberfahren, da mag das gehen. Aber dass Osteuropäer dauerhaft nach Absurdistan ziehen, um dann hier zu schlechten Bedingungen zu arbeiten. Verzeihung, aber nee, es tut mir leid, das kommt langsam aber sicher aus der Mode. Haben wir den Grünlingen zu verdanken, weil hier kann sich das Leben kaum noch jemand leisten. Also selbst die ausgebildeten absurdistanischen Fachkräfte, die kommen ja ins Rudern, wenn sie am Ende des Monats die Stromrechnung zahlen müssen. So, aber darum soll es jetzt natürlich nicht gehen. Wir sehen also, sie widersprechen sich am laufenden Band selbst. Und es tut mir leid, dass ich jetzt so zügig grinsend hier sitze. Das ist natürlich ein ziemlich ernstes Thema, das ist ganz klar. Denn auf der anderen Seite stehen wirklich tausende pflegebedürftige Menschen, die darauf angewiesen sind, dass ihnen jemand hilft. Die können nichts dafür, dass die Politik es verschissen hat. Aber dieses ganze Narrativ, was uns seit Monaten eingeprügelt werden soll, in der Pflege adoptieren sie doch alle rosa Elefanten und das stimmt doch gar nicht, dass Personalmangel droht. Alles nur Verschwörungstheorie. Das Narrativ ist offensichtlich nicht mehr haltbar. Aber auch spannend, dass das Arbeitsamt erzählt, ist gerade mal 1% der Beschäftigten in der Branche. Das ist doch völlig egal. Ja, liebes Arbeitsamt, steht ihr im Pflegeheim und kümmert euch um die Leute oder hockt ihr am Schreibtisch und furzt in den Sessel? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die betroffenen Pflegeverbände vor Ort einen etwas genaueren Überblick haben. Wenn denen da 25.000 Leute wegrennen, dann merken die das. Denn die haben ja jetzt schon zu wenig Personal. Also auch mit 100% vorhandenem Personal ist es zu wenig. Sind die Betreuungsschlüssel teilweise völlig im widerrechtlichen Bereich angesiedelt? Gibt ja so gewisse Vorgaben, wie viele Patienten darf ein Pfleger maximal betreuen? Ja, fragt mal nach in der Branche. Könnt ihr vergessen, dass das eingehalten wird. Wenn das mal eingehalten wird, ja dann, das ist dann eher die Ausnahme als die Regel. Und das weiß ich tatsächlich von vielen, vielen Leuten unabhängig voneinander aus erster Hand. Klingt also nicht unbedingt so, als wäre das sonderlich gut organisiert, was die Politik da gerade rauskotzen will. Aber auch schön, dass eben jene Pflegeverbände dann nicht langsam auf die Barrikaden gehen und sagen, hey, liebe Politik, ihr habt doch irgendwie einen am Sträußchen. Nee, dass die sich jetzt hinstellen und fordern Drangsalierung für alle, weil sonst laufen uns ja die Leute weg. Liebe Pflegeverbände, glaubt ihr wirklich, dass Leute, die durch euer Zutun sich erpressen lassen müssen, ein Produkt konsumieren müssen, was sie aus vielen Gründen oft nicht wollen, dass diese Leute weiterhin mit gutem Gewissen für euch arbeiten? Das bezweifle ich. Also einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken. Ja, man kann sich ja hinstellen und sagen, wenn alle das Produkt konsumieren müssen, dann betrifft es ja nicht nur unsere Leute, dann haben wir keinen Grund wegzulaufen. So funktioniert das nicht. Wenn man sich hinstellt, die Leute dazu zwingen möchte, dass eben jenes Produkt zu konsumieren, und zwar allgemein, wird es dazu kommen, dass alle Leute, die es nicht wollen, klagen, oder ein großer Teil der Leute wird klagen, jahrelange Gerichtsprozesse, und der Rest wird schauen, dass er das weiter sucht. Es wird einen gewissen kleinen Prozentsatz geben, die sich dem wirklich unterwerfen müssen, einfach aus Alternativlosigkeit, die so verzweifelt sind, dass ihnen keine andere Wahl bleibt. So. Und ihr glaubt, dass die anschließend, die Verzweifelten, die sich wirklich erpressen lassen müssen, weil sie keine finanziellen Mittel haben, weil sie keine Alternative haben, das Land zu verlassen. Ihr glaubt wirklich, dass die dann noch mit vollem Arbeitseinsatz bei euch zur Verfügung stehen? Könnt ihr vergessen. Leute, die man unterdrückt, alles was auf Zwang und Nötigung basiert, das wird zu Lasten der Leistung gehen, das wird zu Lasten der Motivation gehen. Dann habt ihr vielleicht auf dem Papier eure 100% der aktuellen Pflegekräfte noch. Ja, mag ja sein. Und wie äußert sich das im Alltag? Wer arbeitet für jemanden, der ihm die Pistole auf die Brust gesetzt hat? Ich würde es nicht tun. An der Stelle, klar, ist sicher jeder ein bisschen unterschiedlich, aber einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, liebe Pflegeverbände. Nee, damit rettet ihr euer Personal nicht.
Um euer Personal zu behalten, müsst ihr da mal zuhören, was die Pflegekräfte denn tatsächlich sich wünschen. Bei den Arbeitsbedingungen, wie auch bei dem Recht auf freie Entscheidung. Jeder sollte, oder was heißt jeder sollte, das ist eigentlich, da müssen wir gar nicht drüber reden. Es ist das Normalste auf der Welt, dass jeder sich überlegt, ob er, was für ein Pharmaprodukt er konsumiert oder eben nicht konsumiert. Jetzt kommt mir nicht mit, aber in anderen Bereichen gibt es doch den Zwang auch schon. Ja, da geht es aber um Systematiken, um irgendwelche Technologien, die seit Jahrzehnten eingesetzt werden. Auch das halte ich für falsch. Auch da müsste eine Freiwilligkeit da sein. Auch das muss jeder selber entscheiden können, denn es gibt ein Restrisiko, was selbst die Bundesregierung mittlerweile zugegeben hat. Also auch da ist ein Zwang falsch, aber das ist ein Äpfel- und Birnenvergleich. Sich hinzustellen und sagen, bei Masern ist es doch auch so. Ja, bei Masern wird seit den, weiß nicht, 80ern oder 70ern schon das gleiche Zeug eingesetzt. Da gibt es entsprechende, wirklich Langzeitbeobachtungen. Und auch da gibt es noch ab und an gewisse Sachen, die nicht so laufen, wie sie sollten. Also Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Deswegen gibt es ja die Entschädigungsfonds in den Bundesländern. So, jetzt kommt aber was, was seit einem Jahr auf dem Markt ist. Und das soll den Leuten aufgezwungen werden. Und das wird dann gleichgesetzt mit, ja, beim Masern, bei den Masern geht es doch auch. Verzeihung, denkt ihr überhaupt ein bisschen nach, Leute? Nee, natürlich nicht. Naja, eigentlich geht es ja um das Thema, laufen nun die Pflegekräfte weg oder laufen sie nicht weg? Und das... scheint relativ eindeutig zu sein. Ja, lieber Lügel, es tut mir leid, aber da wäre das Märchen der angeblichen Verschwörungstheorie wohl relativ gut widerlegt.